herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute haben wir eine Köchin, die ist bestimmt eine der beliebtesten und bekanntesten Köchinnen und Fernsehköchinnen des Landes. Sie ist erfolgreiche Kochbuchautorin. Vielleicht werden Sie gleich erraten, von wem ich spreche. Vorab zeige ich Ihnen aber, welche Gerichte sie uns heute mitgebracht hat. Wir machen heute einmal Kimchi, selbstgemacht. Und dann gibt es als Hauptspeise Somennudel mit Eierschwammerl. Ich freue mich riesig, dass sie heute mit mir kocht. Sohi Kim, grüß dich von Kim kocht. Hallo, liebe Kim. Danke für die Einladung. Ich bin so dankbar, dass du da bist. Nur zur Erklärung, Sohi ist eigentlich dein Vorname. Mhm. Mit Kim bist du aber als Nachnamen bekannt geworden in so Österreich, als so Marke. Deswegen darf ich zu dir Kim sagen. Ja, gerne. Perfekt. Annyeonghaseyo. Das bedeutet, grüß Gott, hallo auf Koreanisch, 안녕하세요. 안녕하세요. Perfekt, gut. Oh. Kimchi, fermentiertes Gemüse, extrem bekannt, extrem im Trend und sehr, sehr gesund. Was ist Kimchi? Sehr gesund. Chi ist Energie für mich einmal, ja. Kim ist auch mein Name, ja. Kimchi, also das ist wichtigste Speisen in der koreanischen Küche und denke für uns natürlich. So gut für den Magen, habe ich ja gelesen. Also mir schmeckt am besten, wenn man wirklich gleich fertig gemacht hat, immediately gleich essen. Immediately. Meine Mama hat das wirklich so vorbereitet und dann sagt, machst du Kosten? Ja, innen rausgenommen, ja. So gekostet. Ah, das ist so super. Das ist echt super cool. Oder zwei Tage später ein bisschen leichter sauer wird. Aha. So, was braucht man für die Fermentation? Feuchtigkeit, Temperatur und Nährstoffe. Ja. Und das ist alles drinnen und das ist so wie ähnlich wie das Sauerkraut natürlich. Vitamin C in Winterzeit, aber ist es natürlich auch durch sehr viel Knoblauch, Zwiebel, alles was ein Chili, scharfe drinnen ist, ich glaube, killt auch ein bisschen Bakterien. Mhm. Wir werden zuerst mal deinen Chinakohl einlegen. Ja. Halbierst du mal das Ganze? Ja, mache ich. Gut, und wir werden das Ganze einmal Originalvariationen. Wir haben eigentlich, du wirst mal das Ganze einmal einsalzen. Ja, so jetzt schichtenweise, noch im Ganzen. Ja. Und wir machen die andere, also leichte Variante. Das wäre traditionelle Art und das machen wir für zu Hause, für die Hausfrauen oder die Hobbyköche. Einfach mal schneiden. Und ich salze das jetzt Blatt für Blatt ein. Genau, genau. So. So, wenn du so lieb bist, nimmst du das auch noch gleich dann dazu. Mhm. Soll ich reingehen? Ja, genau. Gerne. So, schichtenweise ein bisschen mehr. Ja, ja, warte, ich bin das noch nicht fertig. Ah, jetzt weiß ich, um was ich muss mal zeigen, dass, eigentlich, dass ich besser kann als du. Du also kannst alles besser wie ich, das ist überhaupt keine Frage. So, gut. Und die da tun wir auch dann dazu. Und auch Salz? Wenn du, ja, bitte. So geschnittene Variation brauchst du eigentlich nicht sehr lang. So, ich schätze mal so, je nach der Menge her, brauchst du nicht so lang salzen lassen. Aber die ganzen, da brauchst du schon über Nacht. Also im Winter, wir machen das eigentlich so, beginnen wir Ende Oktober, Anfang November, da machen wir wirklich solche Chinakohl. Ein Stück ist so groß, wir machen das, salzen wir dann ein und das ganze also unsere Mütter, Freundschaft an alle, die treffen sich alle und wir machen so fast 200, 300, 400 solche Chinakohl legen wir dann ein, über Nacht. Ich habe gelesen, dass Kimchi so alt ist, dass es zurückgeht auf Legenden aus den drei Königreichen. Und ich weiß auch. Ich glaube schon. Ich bin ein bisschen gut. Dr. Google hat mich aufgeklärt. Du bist ja besser informiert als ich. Und dass diese Tröge, in denen fermentiert worden ist, in der Erde, die heißen Ongi. Ongi. Ja, Ongi, richtig? Ja. Früher, wir hatten eigentlich die scharfe Version, gibt es eigentlich seit Mittelalter. Früher hatten wir eigentlich nicht, weil wir eigentlich keinen Paprika Peperoni hatten. Mhm. Damals haben sie eigentlich alle nicht so scharf gegessen, aber jetzt mittlerweile haben wir noch mehr? Genug. Ja, wir werden eigentlich alle schneiden. Ja, passt. Dann bin ich schon dran. Bitte. Und das Ganze, also koreanische Leute lieben Knoblauch, auch sehr gesund. Ja. Das ist aber fermentiert, schmeckt ein bisschen anders. Das Ganze werden wir natürlich pürieren. Wir geben das alles rein, Knoblauch. Wie viel Knoblauch hast du da jetzt? Jetzt habe ich mal zwei genommen. Ja. Ich selber nehme ein bisschen weniger, nicht waschechte koreanische Version, da wäre ein bisschen drunter leiden.
So, wir haben wegen dir da. Und Ingwer, bitte. Ja. Wunderschön, dass Ingwer geschält, aber Ingwer ist ein Heilwurzel. Es reicht eigentlich nur schön waschen, brauchen wir die ganze Arbeit nicht machen. Sprich eigentlich die ganze Schälerei kann man sparen. Kann man sich sparen. Gut. Ich stecke dir mal den Pürierstab ein. Ja. Wenn man dir mehr Ingwer reingibt, dann fermentiert schneller. Ach so. Ja, also nur eine kleine Information. Und wir brauchen aber ein Reismehl. So, Hänselmännchen hat wieder geholfen, das Wasser, gut. Wir werden das eigentlich ja mit Reismehl, Nährstoff, sprich eigentlich an Reismehl mit Wasser, oder wir haben früher so gemacht, damit der Reis eigentlich von gestern übergeblieben ist, wir haben dann auch da verwendet. Ah. Ja? Wenn du natürlich Reis verwendest, dann musst du dann nachher pürieren und feiner machen. So, und währenddessen ist da das Salz drinnen und das wird schon weicher. Genau. Ja, genau. Die legen wir dann da, wegen zeitlichen Gründen, hast du dann daneben. Ist schon einmal gemacht worden und Sie sehen da ganz schön, wie lange ist das jetzt gelegen? Das, ich gehe davon aus, dass eigentlich schon über Nacht war und die andere ist nur ein paar Stunden. Also das ist ein paar Stunden, ist aber auch schon schön feucht und das ist über Nacht, weil es einfach größer und härter ist. Man verliert einfach diese ursprüngliche Härte von der Kimchi. Also das ist das von der Idee her. Gut. So, gut. Die werden wir dann pürieren. Jetzt dann der Reismehl. Also so flüssig muss sein. Es reicht ein bisschen, diese Nährstoff von der Stärke brauchen wir dann da. So, die lassen wir ein bisschen abkühlen. Wenn du das eigentlich das Ganze ein bisschen pürieren könntest. Ja. Also das schon pürieren? Ja, genau. Pürieren. Gut, dann können wir jetzt ganz kurz nichts machen, weil es wird laut. Achtung. Ja. Das ist noch gar nicht, da kommen noch Haufen Sachen noch auch noch rein. So. Gut. Nicht atmen. Also Achtung. Jetzt ist abgekühlt ein bisschen. Gehen wir auch noch rein. Jawohl. Wenn zu Hause nicht so scharf möchte, dann haben wir den koreanischen, das nennt sich Gochugaru, grob geröstete, also geschrottete Pepperoni, könnte man sagen, getrocknet. Und das wäre in koreanischer Küche immer wichtig. Mit dem kann man auch machen. Nur, da kriegst du keine gescheiten Farben. Und hat dann die doch frische Pepperoni hat einen süßen Zuckergehalt, ob man das nicht glaubt. Und dadurch wird er viel weicher, süßer von dem Geschmack her. Und perfekt, super. Dann gebe ich ja noch ein bisschen das dazu. Brauchst du jetzt nicht mehr. Ja. Und da ganz, ganz wichtig, Anchovy, sogenannte Fischsoße. Wir sagen, das ist nicht nur Fischsoße, sondern gibt es eigentlich auch verschiedene Anchovy-Soßen. Dann gibt es auch andere Fischarten, verschiedene Arten. Also nicht so Mischmasch, irgendwie Ramschgeschichte. Also das stinkt dann total viel. Okay. Also. Aber das wäre jetzt Fischsoße, ja? Ja, Anchovy-Soße. Anchovy-Soße, ja, weil du sagst, Fischsoße ist nicht so. Ja, es ist nicht so. Das wäre schon halber der Sache. Ja. Das nennt sich Tadegi. Ja, Tadegi. Das ist mit dem, das ist die Chili-Paste, was in der für ein Kimchi alles ausmacht. Ja. Und hier können wir natürlich, je nachdem, schälst du mal bitte Karotten. Und je nachdem, wir geben auch hier saisonale Geschichte, koreanische Birnen zum Beispiel, Äpfelstücke oder du kannst Karotten, alles reingeben. Also das sind die Dinge. Wie hättest du das gern geschnitten? Gut, das hätten wir gerne in Streifen geschnitten. Das in Streifen? Ja. Solche Streifen, ist das für dich in Ordnung? Schau mal. Das ist in Scheiben, also Unterschied. Das nennt sich Scheiben und Streifen bedeutet wirklich. Gut, Julien. Jawohl. Danke sehr, Julien. Mach mal. Kriegst du. Gut. Die geben wir auch gleich mal da rein. Mhm. Bist du mutig? Ich bin mutig. Ja, kosten magst du oder kosten? Was? Oh, Maria, bist du das Wahnsinn. Kosten wir beide? Ja, okay. Kostest du als Erster? Na, warte, nehmen wir mal das. So viel. Ah. Hm.
Geht. Geht. Mhm. Machst du würzig? Ja, na, es geht wirklich. Na, es geht, ist nicht absolut. So schlimm. Absolut. Das heißt, wir geben noch mehr. Okay. Nein, es ist wirklich, also für das, wie viel waren da jetzt drinnen Chili? 5, oder? Chili war da 5, ja. 5, 6. 5 ist so vorbereitet. Und wir haben eigentlich ja Gochugaru Chili-Pulver haben wir auch noch reingegeben. Und das ist wirklich ideal. Man kann schärfer machen. Mhm. Und Salzgehalt passt auch. Aber viele mögen das mehr Fischsoße. Und da kann man mehr reingeben. Aber ich glaube, das passt eigentlich ideal. Super. Mhm. Super. Gut. Super. Jetzt haben wir dann die entwässerte Kinderkohl. Mhm. Muss man eigentlich das Wasser abdrücken. Und dann kurz auswaschen. Mhm. Nochmal auswaschen. Ist schon gewaschen. Mhm. Okay, dann tun wir ein bisschen. Ja, aber perfekt, bitte. Da muss das so runterhängen, schau. Das muss das so richtig runterhängen. Mhm. Und das sind eigentlich Blätter. Das auch nochmal abwaschen? Ja. Gut. Passt das? Kurz andrücken. Ja, warte. Warte, warte, ich mache das alles ganz genau, so wie du sagst. Ah. Wo sind deine Lokale, deine zwei? Sind in der Währingerstraße direkt. 46 und dann 44 und dann ist dann noch eine Altenstraße mit dem KPMG-Hugebacke, haben wir, ein Bistro. Also unser Hauptrestaurant Kim Koch, die ist an Währingerstraße 46 und daneben haben wir vegetarische Vegane auch noch. Ah, und da legst du auch großen Wert darauf, auf die vegetarische Vegane Küche. Ah, bist du Vegetarierin? Nein. Nein, bin ich nicht. Dafür liebe ich zu sehr Fleisch. Das Essen. Nein, Essen. Und dann, so, gut. Jetzt, wir machen dann so, du nimmst das die leichtere Variante und gibst du die Hälfte da rein und dann mischst du es gut durch mit den Händen, die Hälfte Löffeln. Von dem? Ja, genau. Genau. Okay. Chefin sagt Stopp. Stopp. Jawohl. Und gut. Jetzt mit den Händen gut genau, durchmischen. Gut durchmischen. Nachher nicht in die Augen fahren, bitte. Ja, das wäre ein bisschen schwierig. Und hier, ich mache schichtenweise. Das ist toll mit dir kochen. Gibst du Kochkurse auch? Ich habe sehr viel gemacht, aber jetzt ist die Zeitgründen. Ja, ich plane auch was, aber ja. Du bist immer so busy und du springst von einer Idee in die nächste, oder? Nein, das geht schon, das geht schon. Es ist, man muss eigentlich alles ausprobieren, oder? Absolut. Und ich bin immer ein neugieriges Kind gewesen. Du hast eine tolle Lebensgeschichte. Du bist mit 19 nach Österreich gekommen, hast die Modeschule gemacht. Hast super schnell erfolgreich abgeschlossen, innerhalb von 4 Jahren, zack, boom, hast dann dein eigenes Modelabel gehabt und hast dich dann aber dazu entschlossen, dass du doch den Spuren deiner Mutter folgst, die hat ein Gourmet-Restaurant gehabt in Korea und dass du Köchin wirst. Ja, also meine Mama hat gesagt, nee, Essen, getrunken, gegessen wird es immer. Ja, ja. Also ich habe gedacht, ja, es wäre gar keine schlechte Idee. Ich liebte meine Mama und daher, ich habe das einfach dann gemacht. Wie ich das erste Lokal aufgemacht habe, meine Mama hat gesagt, wenn sie ein Restaurant aufmachen wollte, hätte sie es in Korea auch machen können. Ja, und? Ja, hat sie aber, ja recht, oder? Ja, aber es ist doch anders. Anders. So, in diesem Fall, das wäre leichte Version und das wäre traditionelle. Traditionellen macht man so, schichtenweise gibt man diese Einlage, was eigentlich dann kleingeschnitten haben, geben wir auch noch dazu. Wir wickeln das Ganze einmal um. Ja. Ja? So, das wäre eigentlich fertige Version. So. Was brauchst du? Teller oder irgendwas? Ja, Teller wäre aber jetzt, genau. Kannst du mal da kurz Hände waschen? Ja. Dann mach ich. Kriegst du einen Teller. Genau. Und die kann man später das anrichten. Das ist ja nur Beilage. So, wir legen mal das Ganze. So. Mhm. So schnell geht das. Und wenn ich das jetzt fermentiere, würde ich es ins Glas geben? Glas geben oder ein Plastik, so ein Geschirr. Ja. Oder natürlich so ein Ton wäre ideal. Denn früher, wir haben das ganz eingegraben in Winterzeit, Wintersaison noch dann dazu. Aber jetzt ist es ein bisschen schwierig. Jetzt gibt es auch so einen Kimchi-Kühlschrank. Nächstes, wir brauchen ein Nudelgericht. Das sind jetzt die Somen-Nudeln. Ja? Ja, isst du gerne Nudeln? Ja, sehr. Ja? So, wir kochen einmal das Wasser. Und Kim, wir heben uns das auch auf, weil morgen machen wir auch was mit Kimchi, oder? Ja, unbedingt. Gut. Und unabhängig davon, das kann man nicht alles essen. Das wir haben ein großes Team.
Da haben wir dann zu den Somennudeln, gehören eigentlich dann immer die Somennudeln, oder du kannst auch selber die Nudel fertigstellen. Was sind Somennudeln? Ja, Weizennudeln. Der Unterschied ist eigentlich, wir geben, im Gegensatz zu den Italienern, auch keine Eier. Ah. Wasser, Salz und Weizenmehl. Und das war's? Das war's. Dazu gehören natürlich eigentlich ganz wichtig, koreanische Küche ist eigentlich der, das ist Gochu Garu. Gochu bedeutet Pepperoni und Garu heißt Pulver. Und das ist Jang, also eine von den fermentierten, ganz wichtigsten Sachen. Das wäre. Aber was ist das fermentiert? Ja, da gehören eigentlich dann eben diese Gochu Garu dazu, Chili und pulverisierten, fermentierten Soja. Und dann kommen auch eigentlich ja Reismehl und ein bisschen Honig noch dazu, das wird wieder lang gekocht und wieder fermentiert. Was nehme ich, wenn ich das nicht zu Hause habe? Dann... Honig? Nein, das ist so fertig, das solltest du haben. Man kann das natürlich kaufen in speziellen Shops. Aber es ist einer von den koreanischen fermentierten Küchen. Wichtigste ist die Sojasauce, heißt Ganjang. Und das ist eigentlich eine Chili-Paste, heißt Gochujang, und dann gibt es Denjang. Jang. Das sind eigentlich der sogenannte fermentierte Sojabohnen. Wir haben das alles in der richtigen Schreibweise mit der gewünschten Aussprache für Sie zusammengefasst in den Rezepten. Gochujang, Ganjang, Denjang. Das sind die wichtigsten Zutaten koreanischer Küche. Neben der Kimchi natürlich. Auf extra.orf.at, auf tv.orf.at/Silvia Koch, im ORF-Teletext auf der Seite 356 und in der ORF-Nachlese steht alles. Koreanisch, drin. Koreanisch, also bitte. Koreanisch, natürlich. Gut, jetzt schon, die Sesamkörner werden leicht braun. Ja. Gut, jetzt muss man mal schnell wie möglich Nudeln kochen. Ja, kochen wir alle, oder? Ja, gut. Und das Wasser nicht salzen. Das Wasser kannst du salzen, aber weil es so dünn ist, ist schon gesalzen ist, dann brauchst du nicht, weil die nimmt eigentlich sehr viel starke. Nein. Ja, warte. Ja, dann picken sie zusammen. Ja, mach. Mikado mit Kim. Ja, genau. Und dann kocht es dann weiter. Perfekt. Und das Ganze sehr, sehr schnell. So al dente, so eine Minute, nicht einmal. Schau her, da haben wir dann das zum Abseihen. Gut. Du, ich nutze diese Nudelminute, um mich ganz herzlich bei unserem Gemüseproduzenten zu bedanken. Ja. Die kommen aus Wien, aus dem 21. Bezirk. Das sind ganz, ganz liebe Leute. Die Gärtnerei Bioschanze ist es. Florian Kottny und Galin Hagen, die machen Gemüse, und zwar 60 Gemüsearten. Und ihnen ist wichtig, dass ihre Produkte keine Nahrungsmittel, sondern vor allem auch Lebensmittel sind. Seit 2012 haben sie von ihren Vorgängern die Gemüseschanze, die Bioschanze übernommen. Und herzliches Dankeschön für das Kraut natürlich, für unsere tollen Zwiebeln, für den Salat an die Bioschanze. Ganz, ganz lieb. Jetzt werden wir, während die Nudel gekocht wird, die Sesam ist schon fertig. Ja. Das nehmen wir raus. Warte, ich gebe dir was. Nehmen wir mal dabei mal da. So, bis es abgekühlt wird. Schau her da. Genau, jetzt tun wir dann da. Gut, so. Und wir werden hier Zwiebel kurz anrösten. Mhm. Was hast du da jetzt für Öl genommen? Na, Sonnenblumenöl. Du kannst eigentlich Olivenöl auch nehmen. Mhm. Aber natürlich asiatische Küche ist Olivenöl zu stark und zu intensiv. Gut. Du musst dann kosten. So al dente muss sein. Ja. Heiß, Vorsicht. Ja, koreanisches al dente. Ja. Mhm. Gut. Mhm. Eigentlich, warte. Das muss, die Stärke muss so gut auswaschen. Mhm. So, gibst du das wieder rein? Mhm. Wieder rein? Ja, dass man richtig die Stärke das wieder auswaschen. Warum muss man das auswaschen? Ja, weil sonst klebt. Und dann wird eigentlich nicht sauber vom Geschmack her. Mhm. So. Das sieht super aus. Gut, jetzt ist ein al dente. Gut, jetzt sind Zwiebeln, sind eigentlich soweit. Und jetzt gebe ich ein bisschen, wenn du jetzt eigentlich dann die Eierschwamm mit reingibst, dann wird's eigentlich, kommt da gleich Wasser raus. Ja. Wir lassen die erhitzen und geben wir ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Balsamico oder Sushi-Essig in dem Fall, dass wir ein bisschen Geschmack kriegen. Wir geben dann Eierschwamm mit rein, also so muss es sein, sonst entsteht Wasser. Ja. Wir geben da Eierschwamm ein bisschen. Schwammerl in der
koreanischen Küche, in der... Auch ganz wichtig. Ja, ja. Aber würde Shiitake dann auch gehen? Ja, Shiitake wird es auch gehen, braunen Champignon gehen, Champignon, also alle Variationen wird es dann gehen. So, während, wenn du so lieb bist und das machst, mach ich mal die Nudeln. Geben wir hier rein. So, da gebe ich ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Sesamöl. Dann gebe ich ein bisschen Sushi-Essig. Ganz wichtig, diese Gochujang, Chili-Paste. Wenn du das nicht hast, beziehungsweise gibt es dann Bibimbap-Sauce. Und das Ganze mal umrühren. Es ist ganz leicht. Jetzt werden wir ein bisschen Zucker reingeben. Und hier kannst du wieder viele andere Dinge auch reingeben. Ja? Das wäre eigentlich dann soweit fertig. Richten wir das eigentlich mal an. Super, da waren wir aber sehr schnell. Ja, da wären wir. Koreanische Küche ist eigentlich sehr eine schnelle Küche und gesunde Küche. Wir geben dann Nudeln, die Salat. Mhm. Wir marinieren nicht, weil der Nudelsoß hat dann gewisse Würze dann drin, ja, dass er nicht zu salzig wird. Gut. So, wir werden dann hier. Schau, wie schön sie das macht mit den Händen. Super. Gut. Mhm. Und dann könnte es ein Eierschwammel rübergeben. Streue es ein bisschen rüber, schön. Passt. Ich weiß, dass du sehr an der Kunst orientiert bist, wenn es ums Anrichten geht. Dass du dir da sehr viel Inspiration holst. Man isst mit den Augen. Man isst mit den Augen, ja. Genau, deswegen. Mehr, weniger, passt das? Magst du gerne Eierschwammel? Sehr gerne. Ja, bitte, gibst du das mehr drauf? Jawohl, ich Chefin. Sehr so. Gerne. Schau so. Tun wir dann ein bisschen drüber. So, da und dann Sesam haben wir dann geröstet. Was ist das? Also, noch einmal, koreanische Küche, Koriander-ähnliche Sachen, no. No? No go. Das geht gar nicht. Das heißt, wir haben dann da drüben vorbereitet. Kannst du mir dann wieder geben? Ja. So, das wäre dann Kimchi. Ja. So, den schönen geben wir dann gleich mal jetzt zum Herzeige-Modell. Und ein bisschen, das sind die andere Version, lege ich ein bisschen zur Seite. Gut, gut, lass. Gut? Perfekt. Okay, so, das wäre dann eigentlich eine fertige Kimchi-Variante. Muss man immer, Entschuldigung, muss man immer die Hände waschen, sonst brennt es ein bisschen die. Gut, wir haben hier Kimchi und die Somennudeln. Was kosten wir als Erster? So wie du sagst. Nudeln? Ja, gerne. Okay, so, schau mal Eierschwammel. Gut. So. Jetzt den Nudeln. Ja. Und dann, wenn du Nudeln isst, ein bisschen mit Salat dazu essen. Ja. Ich versuche das so schön wie nur möglich zu machen. Ich bevorzuge da jetzt die italienische Variante und Sie sehen schon, da geht es dann richtig rund, weil das ist richtig viel. Okay? Ja. So. So, dann esse ich dann auch Kimchi dann dazu. Wow. Hervorragend. Ganz frisch, ganz das leicht. Vegan. Super, das gut. Ist nicht vegan, nicht vegetarisch, weil da Fischsoße drin ist. Aber die Buddhisten machen das eigentlich das Ganze auch ohne Fischsoße. Schmeckt auch sehr gut. Das schmeckt hervorragend. Tun Sie sich selbst was Gutes. Probieren Sie das zu Hause aus. Wir fermentieren das über Nacht im Kühlschrank und kochen dann morgen mit dem bereits fermentierten Kimchi. Ja. Kim. Daher ganz wichtig. Sohi Kim ist auch morgen wieder da. Wir haben sie die ganze Woche. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Und das letzte Wort hast du an unsere Gäste. Ja, also ich gehe mal dann Kimchi essen. Wiedersehen. Was heißt Tschüss auf Koreanisch? Annyeonghaseyo. Tschüss ist jetzt ein bisschen, wenn du gehst, ist anders als wenn du